Die Anklagen, Sir. Verlesen Sie erneut. Mylord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonny, seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea. Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott. Inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden. Verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns. Und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet, bis ihr kommet zum Tod. Tod! Tod! Oh, Rod! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Mylord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Bravo! die Damen mag ich. Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Na, wie auch heißen mag, du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Na toll. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie wehtun, ja? Ich warne dich. Was denn? Ich zitter, weil mir kalt ist. Was guckt ihr so? Hat der Angst, der Käfig geht kaputt oder was? Still jetzt! Ah! Oi! Oi! Was ist das? Die Assassinen kommen uns zur Hilfe. Guten Morgen, Captain Kenway. Ich habe ein Geschenk für euch. Ach, schön. Ich liebe Geschenke. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Ja. Beeilen wir uns. Ich nehme zwar lieber Schwerter, weil es eher für einen Piraten passt, aber versteckte Klingen gehen auch. Und ich habe plötzlich mein Blasrohr wieder. Eingang des Gefängnisses erreichen, Alter. Das dürfte leicht werden. Komm her. Gott, sind die doof.
Und verstecken. Okay, das ging flott. Das fällt jetzt natürlich auf. Na du, da liegen ja zwei rum. Okay, diese Briten haben eindeutig die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ja. Ja, nee, ist klar. Okay, machen wir halt einen großen Kampf draus. Wow! Haben wir uns ganz schön erwischt, die Jungs. Das habe ich auch erwartet. Natürlich gefällt es doof. Ja, nee, ist klar. Komm schon. So, vielen Dank. Da geht doch.
nur dieses Singen kenne ich doch. Ups. Viel Spaß. Hallo, Van. Ich habe gehört, dass man dich entdeckt und hergebracht hat. Was ist denn nur danach passiert? Ach, ich wünsche dir Glück, Mann. Hätten wir uns doch als Freunde. Ja, Wayne ist immer auch wahnsinnig. Hallo auch! Frag mich nur, welcher alte Freund kann man hier noch treffen? Vielleicht Wackham? Denn wirklich viele Freunde haben wir ja nicht, die wir am Leben gelassen haben. Schauen wir mal. Zwei Grobianer, die kriegen wir locker weg. Hallo? Au. Okay, der macht's jetzt. Auch nicht schlecht. Mary? Mary, ich bin's. Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Sie ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Was? Weiß nicht wo. Ich weiß, es schmerzt, my lady. Doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Dich auf, Marina, komm. Komm schon, Kit. Ich kann nicht. Wir kriegen das schon hin. Durchsuch die Zellen! Komm, genauso. Das wird wieder. Na, es wurde ja laut der Geschichte ja nie richtig geklärt, ob sie wirklich schwanger waren oder nicht, also. Viele sagen ja immer noch, die haben es nur behauptet, um nicht sofort in den Galgen zu kommen. Das geht nicht. Ach komm. Es ist niemand hier! Ich gehe nicht ohne dich. Auf keinen Fall. Lass mich runter, Edward. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist zwar eine Schweinerei. Verdammt. Du hättest die sein sollen, die mich überleben. Mein Teil ist getan. Und deiner? Liebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir.
verteilen! Durchsucht hier jeden Winkel! Du verdienst wenigstens ein Begräbnis, Mary. Ja, alte Freunde besuchen wird jetzt wohl nicht mehr. Ne, jetzt, oder? Wollte mich verarschen. Okay, ihr wollt unbedingt was in die Fresse hier. Ihr habt uns schon eine tolle Frau genommen. Jetzt reicht's aber. Wollte schon sagen, welcher dieser Gestalten ist jetzt die gute Mary? Was ist mit Mary passiert? Was ist? Ist sie tot? Nichts Vernünftiges. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Auf gutes Gelingen, Edward Kenway. Oh Mann. Oha. Okay, das zeigt ja schon, wie Edward jetzt drauf ist, jetzt wo Kit. Naja, jetzt können wir sie wirklich so nennen, Mary Reed, ihr Totes. Ach du Schande! Oh, und der hat sich jetzt echt gehen lassen. Okay, ich glaube, Edward können wir jetzt vergessen. Mehr? Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Na gut, dann lassen wir halt die Hose runter. Wird das reichen? Oh nein. In all den Jahren hast du nie das erreicht. Was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Kennst du noch mein Credo? Mein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst, und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her. So ist's recht, Junge. Nimm es. Ich zertrete dich, Madel. Ich schlitz dich auf! Na, das war ja sehr beeindruckend. Okay, eindeutig Wahnvorstellung. Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei?
Aus dem Weg, Ben! Hebt das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße! Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser. Und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Ach, na toll. Noch mehr. Und Haie gibt's ja auch noch. Toll. Oh Mann. Der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und stellte sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Also anscheinend hätte er nicht so viel saufen dürfen. Er bringt gerade das Asylum, wie es aussieht. Sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Widders. Aber als sie versuchte davon zu fliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle sich abmühte, bemerkte der Widder davon fast gar nichts. Ganz in der Nähe, gleich hinter dem Feld, sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und... Nicht mehr als 2 Jahre! Du hast es versprochen! Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte! Aber du hattest mich! Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline! Bitte, lass mich das machen! Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary! Sondern Mut! Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert! Fluch Gott, nein! Ich komm schon zurecht! Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Oh Mann. Darf ich echt sagen, was haben die ihm denn drin getan? Vor allem, wenn er jetzt wieder so rumliegt hier. Captain Kenway! Ach, Wally. Sieht aus wie in Eimer Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine. Du machst es mir nicht leicht, Heidi. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Yay! Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Mhm. Selbst Wally verlässt uns. Ach na gut, höchste Zeit, dass wir eine Pause einlegen, bevor noch die Festplatte zu voll wird. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!